What do you think? Es geht ja darum, welches ist das schwerste Szenario. Dann geht's halt nicht hier mit dem Bild. Egal. So, wir haben jetzt die Einspurbahn bekommen. Ob man die jetzt hier unbedingt bauen muss, warte mal, hier sind die Boote, die könnte man vom Abstand noch ein bisschen jetzt verringern, weil die da jetzt aufstauen. Wir gehen wieder auf die 5 Sekunden zurück, würde ich sagen. Einspurbahn, braucht das jemand überhaupt? Wie sieht es mit der Kohle aus? Aber komm, wir machen jetzt ja wieder Gewinn. Ein bisschen. Ich hätte gern diese Holzachterbahn. Kam jetzt nicht noch ein Stand hier rein, gerade den wir noch nicht gebaut hatten? Oder war das jetzt bloß der Andenken-Kiosk? Ach so, okay. Hier liegt Müll rum. Warum kommt denn hier keiner und räumt das auf, Leute? Warum kommt denn hier keiner und räumt das auf? Da liegt Müll rum, da sind die Mülleimer voll. Das ist doch einfach nur zum... Achso, Rasenmäher kann man eigentlich jetzt drin lassen. Da gibt es ja keinen Rasen. Rasen zum Mähen. So, ich lasse jetzt auch mal hier oben lang gehen, so ein bisschen. Dass das sauber bleibt. So, noch irgendwo ein bisschen Dreck. Wie macht ihr das eigentlich bei RCT? Lasst ihr eure Mitarbeiter frei rumlaufen oder definiert ihr denen diese Gebiete, wo die dann nur langlaufen können? Da sind schon wieder Blumen verwelkt. Also stelle ich jetzt auch mal einen fest ein, der sich hier drum kümmert. Ist doch ätzend sonst. Achso, die brauche ich eigentlich nicht wirklich hier, die Blöcke. Einspurbahn, naja. Man, glaube ich, auch schon längere Zeit nicht mehr gebaut. Ich glaube, wir wollten sogar in dem einen Level mit der Insel das außen rumbauen, aber aus irgendwelchen Gründen haben wir das dann gemacht gehabt. Weiß ich schon gar nicht mehr, tut mir leid, muss ich passen. So, die Erträge. Karussell macht Verlust, was? Dem ist das zu teuer. Okay. Riesenrad, bestimmt analoges Problem. So bezahle ich nicht. Ja gut, ich meine, klar kann man verstehen, weil die Aussicht hier ist jetzt nicht wirklich so toll. Man guckt im Prinzip während der Fahrt auf diesen... Ah, im Moment, warte mal, wie ist die, die Sitzanordnung? Die gucken hier raus, ne? Also die haben im Prinzip diesen Blick. Aufs schwarze Nichts gucken die. Oder? Das sieht man ein bisschen schlecht. Oh, aufregende Attraktion. Wird als nächstes angeboten. So, kann das Riesenrad jetzt mal anhalten, dass die Leute zusteigen können. Aber ich glaube, die gucken in die Richtung. Ja, genau. Die gucken im Prinzip so. Thunderrock Chairlift, das war auch permanent defekt. Das ist eigentlich keine gute Voraussetzung hier für so einen zuverlässigen Transport den Berg hoch. Finde ich jetzt jedenfalls. Aufgesetzte Stahlgerüst Achterbahn. Wie ist die von der Höhe? Das passt. Könnte man jetzt... Achso, die hat keine Abwärtshelix. Das ist immer blöd. Manche haben das wieder nicht. Die hat dafür einen halben Looping. Die hat zum Beispiel auch dieses innerlich Verdrehte hier nicht. Im Steilen.
Gab es nicht eigentlich einen Hypercoaster? PRCT 1, ja, ne, den hat man eigentlich auch schon längere Zeit nicht mehr gehabt. Ich meine, hier ist nicht wirklich Platz von der Größe her für so einen Hypercoaster, aber mal so einen richtig schönen. Oder Gigacoaster. Das wär's natürlich. Der hat die Verdrehung hier. So, das hat man, glaube ich, in irgendeinem Park schon mal gebaut hier. Das Coole ist halt auch, dass das funktioniert. Und dann, ich glaube, hier hinten ein Liftel und dann passte das ja schon, ne? Geisterhaus-Defekt, ja, das ist... egal. So, passt das so schon? Nee, ne? Das muss richtig schon... gut, es würde vielleicht auch ohne den Beschleuniger gehen. Testen. Oh, Soundbug wieder aufgetreten. Das ist doch kein Zufall. In dem Moment, in dem wir die Wasserrutsche gebaut haben, spinnt das rum. Sehr merkwürdig das Ganze. Oh, Stromschnellen! Das ist ja auch wieder so eine Wasserattraktion, die eventuell irgendwelche Soundbugs triggern könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt haben muss. Man kann das natürlich auch noch hier ein bisschen übertreiben. Jetzt baue ich das doch wieder hin. Da hatte ich es gerade abgerissen. Na gut, hier ist es ja mit dem Platzbedarf jetzt nicht so, sonst könnte man das ja... Nee, noch in. Ach, das passt jetzt hier, glaube ich, nicht ganz hin, weil da wieder dann der Weg gesperrt ist. Aber man könnte es halt immer so beliebig weiterbauen, wenn man das möchte. So, mehr Speicherzeit. Während die Gipfelschaukel wieder kaputt ist. Oh, Stromschnellen sind jetzt da mit Soundbug. Oh, Leute. Ich reiß das gleich ab, die Wasserrutsche. Stromschnellen, da könnte man ja natürlich auch bauen, aber wir nutzen gleich mal die Stelle, die wir hier auch mal reserviert haben. Wenn wir gerade die andere Bahn gebaut haben, da gibt es was bisschen, was näher liegt. Weil wir bauen die ja hinten hin, das ist... ah ne, warte mal, jetzt wird dieses... Dings hier. Oh Gott, ich würde es schon gern so ein bisschen erstmal beieinander haben, dass die jetzt nicht irgendwie noch 500 Kilometer laufen müssen, um zu einer Attraktion zu kommen.
So, das heißt, wir starten jetzt nochmal hier jetzt. Lassen die jetzt hier hochklettern. Und da ist es schon so für die Stützen. Ja gut, so weit geht es nur. Und dann kommen wir erstmal ein paar Action-Elemente rein und dann. Kann ich den Wasserfall nicht so hoch bauen, aber dafür Whirlpool und Stromschnell. Muss man das verstehen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So, hier kommt jetzt ein fließender Drop nach unten. Wenn man ihn noch nicht gesehen hat bei so einer Bahn. Mit einer scharfen Kurve und dann erstmal schön Stromschnellen. Whirlpool. Liebes Spiel, es wäre schön, wenn du das sein lassen könntest. Das ist doch kein Zufall, ich baue da diese blöde Wasserbahn und schon fängt das an hier zu spacken. Das ist doch nun wirklich kein Zufall. Geschwindigkeit jetzt hier gleich um die Ecke bügeln. Eigentlich müssten die sich ja den Kopf einschlagen, weil es ist ja von der Höhe her. Ist das ja weniger hoch als die, ich sag mal, die normalen Tunnel. Achtung, jetzt geht's abwärts mit 120. Ne, Quatsch, so wird's nicht sein. Mit 50 um die Kurve, dann immer hier schön durch. Zack, ja, das ist doch cool. Das ist genau das, wo die Leute auch Bock haben, hoffentlich. Na, wie sie da durchschüttelt beim Whirlpool. Ne, Quatsch, bei den Stromschnellen. Das sieht so episch aus. Zack, 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 zack.